Topfgucker TV empfiehlt. Geht's hier wirklich saugut. Ne? Auf schlechtes, schönes Wetter, aber mal ganz global betrachtet, uns geht's gut. Nein, ich muss schon noch ein paar Jahre arbeiten, also nicht mehr ganz 20, aber ihr könnt mich gerne begleiten, solange. So, für uns eine Riesenfreude. Und Gratulation an Topfgucker. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen, zum ja, jetzt mittlerweile dritten Mal. Oh, es gab viele bewegende Momente. Die bewegendsten sind immer die gewesen, wenn wir eine Krise überwunden haben. Du hast ja abgenommen. Also, kann man sagen, ja. Was gibt dir Halt? Momentan meine Frau gibt mir Halt, ja. Das ist das Einzige, was heißt das Einzige, aber das Wichtigste, sie gibt mir Halt. Sie gibt mir auch den Rückhalt, sie hält mir auch den Rücken mit vielen, vielen Sachen frei. Jetzt machen wir unseren iberisches Schwein hoch 3 mit ein bisschen Karotte und Grieß. Genauer gesagt sind wir hier in der Kochschule. Meine Mutter sagt, ich habe mit 3 Jahren angefangen zu kochen. Ich habe dann später natürlich meinen Traumberuf Koch erlernt und habe in den Jahren dazugelernt. Ich koche heute die Original Oberlauser Teichelmaukel. Das muss mal filmisch irgendwo festgehalten werden. 2012 war bei uns sehr bewegend. Einmal ist mein Kochbuch erschienen. Gleichzeitig war ich bei der Olympiade der Köche, was sehr spannend war. Und gleichzeitig bin ich 2012 als Lehrkoch des Jahres gekürt worden. Und dadurch ist Topfgucker TV auf mich aufmerksam geworden. Und seitdem haben wir eine schöne kulinarische Zusammenarbeit. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Dieter Lobberding vom Königlichen Campingpark Sanssouci zu Potsdam, Berlin. Jeder, der auch noch so schwere Zeiten hat, freut sich, wenn man anruft und wenn man miteinander telefoniert. Und wir freuen uns natürlich auch, diese lange Zeit auch mit Topfgucker zu verbringen. Das ist immer schön, wenn man sieht, wie die Entwicklung geht und wie sie weitergeht. Deswegen herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen. Alleine schon durch dieses Corona haben wir gemerkt, wie anfällig wir sind, ob das jetzt mit den Mitarbeitern ist, ob das jetzt mit dem, wie wird es weitergehen, diese Ängste, was wird werden. Aber Kopf in den Sand stecken gibt es nicht. Man muss vorwärts gucken, egal was passiert. Wir haben keine Glaskugeln, wir wissen auch nicht, was passiert. Ich werde heute mit Ihnen zusammen ein traditionelles Gericht, den Wiggelkloß, neu interpretieren mit Wildkräutern. Beruf oder Berufung, Koch, was sagst du? Beruf mit Berufung. Weil euer Topfgucker TV so authentisch ist. Das sehe ich an den vielen Köchen, die kreativ sind, die gut sind, die wunderbare Gerichte. Ich habe mir schon manches geklaut, aber nicht in der Gaststätte, sondern das koche ich dann mal zu Hause. Und das wünsche ich mir weiter und deswegen denke und fühle ich, dass es schon einen weiteren Weg mit uns gemeinsam geben wird. Als wir angefangen haben, damals vor 32 Jahren zur Wende, wir waren hungrig. Wir wollten was erreichen, wir hatten so Ziele, wir konnten plötzlich los. Das war eine ganz andere Zeit und unsere Jugend ist übersättigt. Da sind wir selber dran schuld. Was werden Sie uns gleich zeigen? Ja, ich sprach ja vorhin schon von der französischen Küche und da ist ja die Geschichte mit dem Rumpsteak drin. Ja, das würde ich Ihnen gerne zeigen wollen. Ja, und jetzt seht ihr hier an der Wand und an anderen Stellen auch noch Dinge, die auch mein Leben immer wieder beschäftigen: Muttersprache, Lebensfreude, Harmonie, Wärme, dort hinten Bodenständigkeit, Brauchtum. Manchmal braucht es etwas mehr Mut, um aus einer Chance einen neuen Anfang zu gestalten. Und das, denke ich mal, haben wir hier mit unserem Wirtshaus Zweite Heimat wirklich ganz, ganz toll gemacht. Bin super stolz darauf, so tolle Mitarbeiter zu haben, im Service, in der Küche, in allen Bereichen, die dieses Thema auch mit mir zusammen leben. Weil ohne ein Team bist du heute gar nichts. Und da kannst du noch so viele Ideen haben und Dinge, wo du dir vorstellst, dass man das bewegen kann. Aber wenn du nicht die richtigen Leute dafür hast, dann bist halt du auch gar nichts. Mit dem Grand Hotel Taschenberg Palais Kempinski hier in Dresden verbindet uns eine lange Tradition. Im Jahr 2015 begrüßte uns Direktor Martin Schwass genau hier. Und auch heute sind wir wieder verabredet mit ihm. Topfgucker ist für uns gesetzt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir freuen uns immer riesig, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass so ein bisschen Normalität wieder einkehrt, ist natürlich schwierig nach diesen Zeiten, aber wie vorhin schon erwähnt, wir sind positiv, wir gucken in die Zukunft und es wird auch alles wieder
gut und positiv. Und Dresden ist so eine wunderschöne Stadt und ist Taschenberg so ein schöner Platz zu sein. Also wir sind wohlgelaunt und gucken sehr positiv in die Zukunft. Hallo liebe Topfgucker, heute gibt es einen Rinderrücken. Marinierte Kräuterseitlinge, geräucherte Karotte und einen Semmelknödel. Man kann, glaube ich, ganz viel wissen über Dinge, aber gerade Gastronomie ist eigentlich ein Geschäft oder eine Branche, die sehr stark von Glücksumständen abhängig ist. Ich glaube, keiner ist gerade Experte genug, um sagen zu können und prognostizieren zu können, was da wirklich passiert. Kommen wir dort auch durch? Wie, ist die Frage. Also das Ob hat sich auch zu Corona-Zeiten bei uns nicht gestellt. Also das war für mich aus der Überzeugung heraus schon da, dass ich das eigentlich weitermachen will. Aber die Frage ist immer das Wie. Und die Frage kann eigentlich nur dann im Prozess beantwortet werden. Wir haben im Moment ziemlich viele Herausforderungen zu bewältigen. Wie hast du die letzten Jahre gesehen und wo denkst du, geht der Trend hin? Wir stehen ja doch irgendwie vor einem Wechsel auch in der Gastronomie. Ja, ich glaube, es brechen halt ganz neue Zeiten an. Und ich befürchte halt, dass die Gastronomie wirklich also diese frische Küche, Ausbildungsbetriebe. Wir müssen einfach, wir müssen zwangsläufig teurer werden auf der einen Seite. Ralf, was ist denn so dein Credo beim Kochen? Mein Credo ist eigentlich, der Topf ist rund, damit das Kochen die Richtung ändern kann. Und ich meine halt einfach, das Kochen sollte sich immer nach dem Produkt orientieren. Würdest du denn für unsere Topfgucker, für deine Fans, für deine Gäste uns was Kleines zeigen von deinem Können? Total gerne, weil fruchtig, schöne Verführung und sieht, wenn ich es nicht verkacke, auch relativ sexy aus. Okay. Ja. Ja, dann freuen wir uns mal auf ein sexy Dessert. Ich weiß, das wird ganz viele Fans haben. Ich bedanke mich bei dir, Ralf, dass wir hier sein durften. Dann sehen wir uns gleich in der Küche. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Jens Weißflug und wir sind heute hier im Jens Weißflug Apartment Hotel. Und wer mich nicht kennt, der soll wissen, dass ich mal ein ganz passabler Skispringer war. Und aus dieser Zeit als Skispringer stammen auch so ein paar Olympiamedaillen. Und zur erzgebirgischen Küche, wer das aus der Geschichte ein bisschen weiß, der weiß auch, dass die erzgebirgische Küche so ein bisschen eine arme Leute-Küche war. Wenn wir uns heute mal einer Geschichte zuwenden, dann ist es die sogenannte Nesselfauns. Und die Fauns ist ja so groß wie eine Hand. Und deswegen hat man den Kartoffelklitscher so ein bisschen abgewandelt. So, da sind wir im Kaffeestübchen. Wir haben als erstes damals mit Topfgucker TV unser Tiramisu mit dem Dresdner Kaffeelikör zusammen gemacht. Rezept und der Likör. Das Publikum im Dresdner Kaffeestübchen ist international. Und Leute, die haben auch geschrieben, dass sie jetzt E-Mails durch Corona, dass sie wiederkommen und dass ich bloß durchhalten soll. Ne? Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute alle hier zu Gast waren mit mir. Auch mit Topfgucker TV werden wir weiterhin schöne Beiträge senden. Seien Sie gespannt, lassen Sie sich überraschen. Für uns ist wichtig, schauen Sie nach, was Sie finden, unter dem QR-Code zum Beispiel oder direkt im Online-Shop.